Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder relativ auf dem Damm. Ich habe zwar noch eine leicht belegte Stimme, aber ansonsten bin ich soweit wieder fit und relativ gesund. Und ich habe mir direkt wieder was Spannendes rausgesucht. Und zwar wurde ich auf Insta angeschrieben von einem gewissen DJ Stoned. Der hat mir einen Mammutmix empfohlen. Falls euch das Wort Mammutmix nichts sagen sollte, gerade für die Leute, die vielleicht noch von den Alligator-Videos hier sind. Ein Mammutmix, das Wort wurde so ein bisschen von Julians Blog geprägt, da es so quasi ein Cypher-Track mit mehreren Künstlern ist, wo jeder so ein bisschen seine Skills zum Besten geben kann. Und in diesem Fall ist das eben von besagtem DJ Stoned auf dem Channel NRG Records. Ich weiß nicht, ob das ein Wortspiel mit Energy ist oder nicht. DJ Stoned, Noise, Fehler, Mammutmix. Das Wort Fehler erinnert mich jetzt ziemlich brutal an den letzten Julians Blog-Track. Aber der Mix war ja schon ein bisschen früher draußen. Das war relativ interessant. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video, was ich zu Dirigent und Bundeskanzler gemacht habe. Daraufhin hat mich der gute DJ Stoned angeschrieben und mich gebeten, dieses Video zu machen. Und schau mal rein. 15 Minuten 40 ist wahnsinnig lange. Deswegen versuche ich mich bei einigen Stellen kurz zu halten, damit das nicht wieder so ein Stundenvideo ist. Damit ich nicht so viel schneiden muss. Alter, diesen Glitch-Sound kenne ich jetzt mittlerweile so oft vom Sounddesign. Ja, ich mach auch Fehler, alles gut, glaub mir. In meinem Leben für die Wege, die ihr schuf. Okay, also hätte ich nicht gedacht, dass es so ein Cypher-Track ist, der aber trotzdem relativ seicht einsteigt. Also wir haben hier ein Reverses Piano-Sample, Tubor lässt grüßen. Also heißt, ne, Klavier, was aber dann rückwärts abgespielt wird. Das hat eine relativ schwere Atmosphäre getragen und deswegen wundert mich das. Ich habe jetzt eher was Härteres erwartet. Und das Drumset, was dann reinkommt, ist natürlich sehr trappig. Wir haben so diesen typischen Rhythmus, den man von Trap-Songs kennt, dieses Tum, Tschak, Tutum, Tschak und so. Und ja, die Hi-Hat, ne? Auch sehr, sehr trappig vom Rhythmus, wie die spielt. Ja, und der Dude, der hier reinkommt am Anfang, der wirkt dann im Kontrast dazu sehr energiegeladen. Stimme wirkt etwas mumpfig, aber ich mag das persönlich immer, wenn jemand bei seinem Rap relativ viel Power hat. Ja, ich mach auch Fehler, alles gut, glaub mir. In meinem Leben für die Wege, die ihr schuf. Immer auf der Reise zwischen richtig oder falsch. Aber besser glücklich dumm als immer wissentlich und kalt. Immer bisschen wie im Fall, sobald der Beat nicht mehr läuft. Warum immer bis ans Ziel, wenn einen das Ziel dann enttäuscht? Ich war immer loyal und wollte es niemals bereuen. Aber baust du aber Scheiße, dann ist niemand dein Freund. Ich war immer unterwegs, Studio-Sessions, Runden drehen, Lunden bauen und puffen. Okay. Krass, er hält die Stimmlage tatsächlich auch in den Parts. Das ist natürlich schwierig, wenn es nicht so einen klaren Kontrast zwischen Hook und Parts gibt. Da bin ich immer Freund von. Ich mag es zum Beispiel, wenn die Hook einen kompletten gesungenen, melodischen Charakter hat und die Parts dann hart gerappt sind. Oder die Hook hart gerappt ist und die Parts dafür eher direkt und ruhig. Also der gibt hier ordentlich Stoff beim Aufnehmen. Und selber bei mir bei Rebirth, wo ich das auch gemacht habe, wurde ich irgendwann kritisiert, dass es ein bisschen anstrengend sein kann auf Dauer. Der Track ging bei mir 5 Minuten, der geht jetzt 15 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, ob seine Companions hier genauso abgehen, aber bin mal gespannt, was hier noch auf mich wartet. Gehen, so als hätte ich 100 Leben. Ich war immer unterwegs, Studio-Sessions, Runden drehen, Lunden bauen und buffen gehen, so als hätte ich 100 Leben. Ich war ein Mann, dachte, dass mich alleine keiner fickt. Doch wie kann ich ein Mann sein und Mama dann am Weinen ist satt? Ein cooler Stimmeansatz, ich fand's geil, wie er am Ende rausgegangen ist. Was ich ihm noch raten würde zu verbessern wäre, das ist mein persönlicher Geschmack, man merkt beim Schreien, dass es für ihn auch sehr anstrengend ist. Also man hört ein bisschen das Nasale und du hörst diese ganzen Mundgeräusche, hörst du auch noch raus. Wodurch das, also ich meine, viele mögen das, die 187er machen das auch relativ gerne und einige andere Rapper, die halt eher in die asoziale Schiene gehen, weiß ich aber nicht, ob er das möchte. Ich kann nur über meine Vorzüge sprechen, ich mag es sehr klar und direkt und so wie zum Beispiel bei Erst Castro und es ist wirklich eine Kunst, hart, aggressiv und laut zu rappen, wie so ein Bär in der Booth und dann aber gleichzeitig so klar und prägnant zu sein, ohne eben diese Defizite zu haben, wie ich sie gerade angesprochen habe. Das würde ich ihm noch nahelegen, es erfordert viel Übung, aber man kann das lernen. Fehler, die ich mach, ich kann sein und Mama dann am Weinen ist satt. Zu viele Fehler, die ich mach, ich bin allein und ich hebe den Schnaps. Das ist mein Leben und ich mach nichts, ich bleib stehen, ich hab wieder mal verkackt. Zu viele Fehler, die ich mach, ich bin allein und ich hebe den Schnaps. Das ist okay. Mein Leben und ich mach
nicht, sie verstehen, ich hab wieder mal verkackt. Da muss ich meine Aussage von vorhin revidieren. Das ist anscheinend die Hook. Das, was ich vorhin für die Hook gehalten habe, war wohl eher ein Einstieg. Also, jo, keine Ahnung wieso. War einfach eine Verwechslung. Find's cool mit der Frauenstimme im Hintergrund, dass das quasi ein Duett ist, wie es gesungen wird. Ich finde, Duette erzeugen generell eine gewisse Tiefe, eine gewisse Ernsthaftigkeit da rein. Ich finde, die Frau hat etwas zu viele Harmoniestimmen. Harmoniestimmen sind generell schön, um sich, ne, wenn man eine Melodie mit einer Tonlage singt und dann singt man dieselbe Passage, aber mit einer anderen Tonabfolge darüber, die sich dann zusammen ergänzen, weil die Töne harmonisieren. Das ist eine wunderschöne Technik, die liebe ich und benutze ich auch selber sehr gerne. Allerdings finde ich, dass es hier etwas übertrieben klingt bei der Frau. Also es klingt dann schon etwas nach too much. Man kann von allem zu viel haben, so nach dem Motto, nach Fest kommt ab und hier ist etwas zu viel. Es klingt aber trotzdem schön, das ist nur mein Geschmack. Schön, dass wir hier die Namen einblenden. Jetzt habe ich tatsächlich zu wenig auf das Bild geguckt. Also das eben gerade, die Darbietung gerade war von DJ Stoned und die Nikki hat in der Hook mitgesungen, so wie ich es verstanden habe. Und jetzt kommt auf uns der Noise, ich denke mal, man spricht das so aus, zu. Ja, ich hab's kapiert, niemand wird fehlerfrei geboren. Doch was bringt dir dieser Satz, wenn sie nur auf deine Fehler schauen? Mein Herz ist zu jener Zeit davon, schüttelt dir jeder seinen Kopf, sehen sie nur auf deinen Lebenslauf. Sie interessante Reimsetzung, das habe ich nicht erwartet, das hat mich gerade ein bisschen stutzig gemacht. Zu Reim habe ich beim DJ Stoned auch nicht viel gesagt, ich fand ihn aber größtenteils immer sauber, muss ich sagen. Ich habe jetzt nichts Herausragendes bei ihm rausgehört, ich muss aber auch zugeben, dass ich da gerade nicht groß drauf geachtet habe. Und ich mag hier beim Noise, mag ich seinen Stimmeinsatz etwas lieber, weil er eben dieses Direktere hat, von dem ich gesprochen habe. Und wie gesagt, die Reimsetzung gerade mit dem Kreuzreim, der hat mich etwas verwirrt, aber der war dann doch ganz rund am Ende. Ja, ich hab's kapiert, niemand wird fehlerfrei geboren, doch was bringt dir dieser Satz, wenn sie nur auf deine Fehler schauen? Fehlerfrei geboren und dann denkst du, er reimt da drauf, Jägermeister Korn, irgendwie sowas und dann kommt aber auf deine Fehler schauen und du bist so als Zuhörer, hä? Weil du den Reim nicht erwartest. Immer eine starke Technik, wenn du sicher gehen willst, dass die Leute dir zuhören oder wenn du den Zuhörer überraschen willst. Das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Mein Herz ist zu jener Zeit erfroren, schüttelt dich jeder. Zeit erfroren, das ist das, worauf er dann reimt. Seinen Kopf sehen sie nur auf deinen Lebenslauf. Auf deinen Lebenslauf und damit macht er das am Ende zu. Aussage will ich nochmal checken. Man wird fehlerfrei geboren, doch was bringt dir dieser Satz, wenn sie nur auf deine Fehler schauen? Mein Herz ist zu jener Zeit erfroren, schüttelt dich jeder seinen Kopf, sehen sie nur auf deinen Lebenslauf. Sie erzählen. Es klingt etwas gekünstelt, so mein Herz ist zu jener Zeit erfroren und dann das thematisch verknüpft mit dem, was danach kommt. Aber ich mag trotzdem den Inhalt relativ gerne. Schauen sie nur auf deinen Lebenslauf, wenn du halt nicht als Person gewertet wirst, so wie du bist, sondern nur anhand von den Sachen, die du erreicht hast und daran gemessen wirst, was auch eine gute Kritik an unserer Leistungsgesellschaft ist, die ich teile. Das ist not bad. Mir was von Jobsicherheit, aber leider hab ich bis jetzt noch nicht den Hype. Sie wollen mir helfen, ich bin trotzdem allein und jeden Abend schieb ich mir die Kopfwickerei. Früher haute ich in. Also er reimt wirklich relativ gut. Kopfwickerei, das war jetzt zum Beispiel viersilbig und er zieht es auch relativ durch. Fand ich not bad und ich mag auch jetzt insgesamt das Thema. Also ich werde das später nochmal richtig zusammenfassen, aber diese einzelnen Aspekte von es wird viel von mir erwartet und ich gehe einfach an diesem Druck zugrunde und ich mache nichts und so wie ich bin ich nicht gut genug und das macht mich fertig. Das finde ich relativ stark. Scheiden bis die Knöchel am Blut. Also nicht die Tatsache, ne, sondern wie gut die es hier verpacken. Heute bin ich ruhig, doch hatte öfter keinen guten Tag. Die Seele war vergiftet, für mich gab's keine Einsicht, doch jeder Fehler formt den Menschen, ja, das weiß ich. Beziehungsweise das Oberthema sind ja Fehler, so wie es der Track schon sagt. Also ein Track, auf dem man auf jeden Fall sein Herz ausschütten kann. Finde ich aber auch cool, dass er so eine gewisse Kontinuität schafft, gerade mit dem DJ Stone zusammen. Das haben die gut zusammen gemacht. Zu viele Fehler, die ich mach, ich bin allein und ich hebe den Schnaps. Das ist mein Leben und ich mach nichts, sie verstehen, ich hab wieder mal verkackt. Zu viele Fehler, die ich mach, ich bin allein und ich hebe den Schnaps.
das ist mein Leben Club. Und ich mach nichts, ich bleib stehen, ich hab wieder mal verkackt. Fuck. Eine Kleinigkeit, aber das ist jetzt wirklich sehr nitpicky, also das ist jetzt keine großartige Sache. Nur wenn er sagt, und ich mach nichts, ich bleib stehen, dann würde ich lieber sagen, sag, bleibe stehen. Nichts, bleibe stehen. Also, ne, so dass dieses, ich bleib, das ist so, ne, die Silben passen zwar in den Takt, aber es klingt phonetisch nicht ganz so schön, wie wenn man einfach das Bleibe durchsagt, ohne dass das so etwas ruckelt. Aber wie gesagt, das sind nur Feinheiten. Ich glaube, die meisten Leute achten da nicht mal drauf. Ich finde aber, der DJ Stoned hat auf jeden Fall eine sehr schöne Singstimme. Manchmal kommt es mir vor, als wäre das alles nur ein böser Traum. Die Büchse der Pandora offen, um genauer hinzuschauen, um drauf zu kommen, was mich eigentlich quält. Und um überhaupt drauf klar zu kommen bei dem, was mir fehlt. Doch dann... Das mir bei ihr relativ schnell auffällt. Also ich mag es, wenn man mal als Abwechslung so über den Beat singt. Und sie ist ja anscheinend eher eine Sängerin als eine Rapperin in dem Sinne. So, zumindest wirkt es so, weil sie hier eher als Sängerin auftritt. Also ordne ich das mal so ein. Was mir bei ihr auffällt, was nicht ganz so ästhetisch ist. Also sie trifft auf jeden Fall die Töne, das ist super. Aber ich würde mir wünschen, dass sie gerade am Ende des Taktes, wenn sie ihren Satz fertig macht, dass sie den Ton etwas länger hält und nicht so abrupt abbricht. Das wirkt etwas unprofessionell. Also die Töne am besten am Ende noch ruhig ein bisschen halten, noch ein bisschen runder klingen, denn dadurch erzeugt man Präsenz. Sonst klingt es etwas hektisch und abgehackt und dadurch etwas unroutiniert. Die Erkenntnis, dass besser manche Tür verschlossen bleibt, bis sie sich selbst irgendwann nicht mehr als bedrohlich zeigt. Mach die nächste Flasche auf, ich trinke auf mein Leben. Das ist immer noch besser, als sich die Kugel zu geben. So komm. Sie ist auch etwas zu schnell für den Beat. Also sie setzt immer genau dann ihre betonten Zählzeiten kurz bevor die Snare kommt und ist nicht drauf. Klar, man könnte das jetzt zum Beispiel als Swing deuten, so wie Biggie es oft gemacht hat, aber bei Biggie klingt es cool und laid back und sie klingt halt eher hektisch und das ist, ja gut, okay, Biggie kam ja auch, glaube ich, immer nach der Snare und nicht vor der Snare, aber deswegen auch laid back. Wenn man vor der Snare kommt, wirkt man eher energetisch, aber sie will ja nicht unbedingt mega energetisch klingen, sondern halt eher gesungen. Also sollte sie da vielleicht noch ein bisschen an ihrem Timing arbeiten. Nicht leichter zurecht. So habe ich einen Lauf. Wollen wir Platzpatronen, die losgehen, doch ich höre nicht auf. Was ich aber lobend erwähnen muss, ist, wie gesagt, sie trifft die Töne, das klingt gut. Generell auch eine gute Stimme. Und ich mag auch die Harmoniestimmen gerne. Also da hat sie auf jeden Fall auch ein Gefühl für. Und vor allem, dass sie die Harmoniestimmen als Doppels benutzt, ist ein sehr kreativer Einsatz, den ich wirklich sehr cool finde. Blah. Setz an und schwemm Gedanken weg, die eins fest verborgen. Hätte ich das erkannt, wäre ich nicht schon so oft daran gestorben. Ich guck zurück auf was ich. Ah, aber das hätte noch runder sein können. Das war schon. Das klang etwas halbherzig, nicht ganz so extrem emotional. Also, ich weiß nicht, wie die Situation beim Aufnehmen war, ob sie sich da ein bisschen unwohl gefühlt hat oder ob sie es noch nicht so lange macht. Aber der Grundansatz war gut, aber sie hat sich noch mehr reinhängen müssen. Auch, dass sie da als Adlib noch so laut einen Ton singt, das fand ich auch geil, dass sie da so dynamisch noch lauter wird. Da sollte sie einfach dran fallen und weitermachen. Ich glaube, das ist der beste Tipp, den ich da geben kann. Ohahaha, den guten Mann kenne ich doch. Flow. Da liegt doch der Typ mit der umgedrehten Sturmmaske. Ja moin, guter Mann. Dass ich sie hier mal sehen würde, das hätte ich aber nicht gedacht. Das ist ja der Wahnsinn, spitzenmäßig. Ja, krass, geil. Cool, freut mich. Mal gucken, wer hier abliefert. Ich guck zurück auf was ich erreicht hab. Abgestumpft Gefühle in einem Eisfach. Ich stumpfe mit der Zeit ab. Viele Entscheidungen, die ich treffen musste, waren nicht einfach. Doch für. Also man merkt schon auf jeden Fall, dass er die Routine hat. Das sticht schon deutlich heraus, auch vom Stimmeinsatz. Und das ist ja so ein charakteristisches Ding bei seiner Musik, dass er halt wirklich immer auch diese Harmoniestimmen erzeugt. Also ich habe ja jetzt schon erklärt, was ist es und wie es funktioniert. Ja moin, und er macht es halt auch. Und er macht es so ziemlich in jedem Song, den ich von ihm gehört habe, macht er das. Ist aber stark, kommt gut bei ihm. Fehler sind da, um gemacht zu werden. Entscheidungen, die ich treffen musste, waren nicht einfach. Doch Fehler sind da, um gemacht zu werden. Und
Traum sind nicht so schlimm, als du die Kraft im Herzen. Will nicht mit 18 sterben, nein, sondern 80 werden. Und deshalb gebe ich Acht, was ich mach, wenn ich zurückdenke, wie vieles nicht nach Plan, viele Krisen waren. Okay, das war ein cooler Switch gerade. Und deshalb gebe ich Acht, was ich mach, wenn ich zurückdenke, wie vieles nicht nach. Cool, er hat den Reim quasi vorgezogen, deswegen gebe ich Acht, was ich mach, und geht dann schon in die nächste Zeile über, bevor sie beginnt. Das fand ich geil. An 80 werden. Und deshalb gebe ich Acht, was ich mach, wenn ich zurückdenke, wie vieles nicht nach Plan, viele Krisen waren. Da doch am Ende bist du der Sieger. Jeden Tag zwing dich nicht dazu, Dinge zu machen, die du gar nicht willst. Du musst in den Spiegel schauen und sagen, ich liebe dieses Bild. Hat wirklich auch eine schöne melodische Stimme. Also, wie er die einsetzt, da hat er auf jeden Fall ein super Gefühl für. Und, wie gesagt, wie er hier mit den Zählzeiten gespielt hat, das hat mir gefallen. Technik war auch rund. Jetzt kein Reim dabei, den ich krass finde, aber ich glaube, er ist auch nicht so der Reimer. Was nicht heißt, dass er nicht reimen kann, aber er ist nicht so der, dessen herausragenden Qualitäten das sind. Die liegen eher woanders, aber auch in den anderen Punkten ist er grundsolide. Fand ich stark. Thema hat er auch schön abgerundet. Dinge zu machen, die du gar nicht willst. Du musst in den Spiegel schauen und sagen, ich liebe dieses Bild. Hat er übrigens auch recht. Habe ich auf Rebirth auch erwähnt auf meinem Song. Das ist ein Punkt, wo viele auch einfach erst wirklich ewig brauchen, um da hinzukommen. Ist aber was jeder lernen sollte. Leider tun's die wenigsten. Du machen, die du gar nicht willst. Du musst in den Spiegel schauen und sagen, ich liebe dieses Bild. Jeder schaut nur noch auf seinen Kontostand. Ohne Job in Aussicht bist du ein gebrochener Mann. Die Gesellschaft sieht ab, was hier nicht ins Bild passt. Und ich bin seit jeher ein Träumer, hab Talent und Willenskraft. Mhm. Doch das reicht in ihren Augen nicht aus. Niemand glaubt daran, ich schaffe es aus der Flaute hinaus. Keiner unterstützt und legt mir weiter Steine in Weg. Und ja, an mancher Gabelung hab ich den Falschen gewählt. Doch jeder. Seine Stimme hat sehr viel Saturation drauf. Die klingt wirklich relativ, relativ heiß, relativ satt. Vom Klangcharakter. Auch sehr viel Hall, so dass man die S-Laute schon stark hört. Die klingen dann immer sehr, sehr nass. Was ich aber mag, ist, wie gut er die Konsonanten betont. Die klingen bei ihm richtig schön prägnant. Und er ist sehr, sehr stark komprimiert. Das ist Geschmackssache. Kommt vielleicht bei so einem intimen Song für viele relativ angenehm rüber. Da war ich jetzt nie so der Fan von, aber es ist auch nicht unpassend. Stützen legt mir weiter Steine in Weg. Und ja, an mancher Gabelung hab ich den Falschen gewählt. Doch jeder Fehler bleibt im Kopf und die Erfahrung stärkt. Hätte mich auch jeder für bekloppt um meinen Pfad verkehrt. Ich gebe weiter. Auch ein cooler Kreuzreim. In mein Bestes, denn der Tag ist fern. An dem ich sag, das wäre alles nichts mehr wert. Das ist mein Lebenswerk. Fände ich auch cool, wie er aus dem Part raus ist und dann nochmal diese Zweitstimme gekommen ist. Das war auch stark. Der nächste, also er jetzt, was, Pythag Elms oder Pythag Elms? Kannte ich auch nicht. Generell, die ganzen Künstler, die hier kommen, ich werde die alle nicht kennen. Ich werde das jetzt hier auch ein bisschen schneller machen, weil ich sehe, dass ich schon 21 Minuten aufnehme. Das muss ja noch was werden hier. Seele, weil ich am Wahnsinn mit dem Teufel rede. So brachte jeder Fehler mich da, wo ich heute stehe. Sie fragen auf Blonde, kannst du Reue spüren? Nein, dennoch ein Fehler öffnet neue Türen. Mehr Herz als Verstand im Wind gesegelt und nicht nachgedacht. So oft die Sicht vernebelt in der sternklaren Nacht. Wer fehlerfrei ist, werf für den ersten Stein. Denn was ist schon perfekt, wenn vieles nur perfekt erscheint? Ich heb bedenkenlos den Schnaps. Alle Dinge sind vergänglich. Denn ich und meine Fehler sind heute unzertrennlich. Ich finde, ihre Singstimme ist schöner, als wenn sie rappt. Aber trotzdem war das alles grundsolide. Ach, da merkt man die. Macht das schon eine Weile anscheinend. Ich finde nur, man merkt auch, dass der Mix von unterschiedlichen Leuten gemacht wurde. Oder zu unterschiedlichen Zeiten von einer Person, denn, also man merkt schon, gerade beim Hall und so weiter unterscheiden sich die Künstler teilweise sehr stark von der Dosierung und das klingt oft nicht sehr homogen, aber dafür ist von den Lautstärken und so auf jeden Fall alles in Ordnung. Denn ich und meine Fehler sind heute unzertrennlich. Zu viele Fehler, die ich mach. Ich werde jetzt auch die Hook in der Zukunft skippen, nicht weil sie mir nicht gefällt, sondern, ne, ihr wisst, zeitlich. Das ist mein Leben und ich mach nichts, ich bleib stehen, ich hab wieder mal verkackt. So viele Fehler, die ich mach, machen schwach. So wie die Gegner, die ich hab, meine Last. Wie Tonnen sind Probleme. Schwach. So wie die Gegner, die ich hab, meine Last. Wie Tonnen sind Probleme, die sich häufen. Ich muss vorankommen, aber will auch nicht enttäuschen. Was passiert denn mit den Leuten, die jeden Tag nur Schlechtes geben? Das Karma schlägt zurück, natürlich wie ein Erdbeben. Ich hab keine Liebe und deswegen brauch
brauche ich nichts erwarten außer Regen. Was für Regeln, wer will reden? Ich muss beten wie ein Gläubiger, dass der Tag morgen besser wird, nicht wie er heute war. Ich bin Kind der... Ah, da war er gerade ein bisschen hinter der Snare. Manchmal macht er das ja absichtlich, dass er den Reim so ein bisschen vorzieht. Und das finde ich geil, bei manchen anderen Zählzeiten zieht er stattdessen durch und das erzeugt einen sehr coolen Kontrast und es ist nicht nur bla 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 Reim, bla 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 Reim. Das ist geil, aber manchmal wirkt es noch nicht ganz so routiniert an einigen Stellen wie eben dieser hier. 90er vom Leben gezeichnet. Es kommt immer darauf an, was man im Leben so leistet. Andere geben jetzt Gas, doch ich sitz da. Wieder zu viele Fehler gemacht, mein Leben verkackt. Ich kann nichts dafür, weil das Leben ist schwer und mir ist nichts mehr was wert. Also bei ihr sind die Atmer relativ stark. Die hat man vielleicht noch ein bisschen bearbeiten können. Bei ihm übrigens auch vorhin, also beim hier, guck mal, beim Phelpsen hätte man das auch ein bisschen mehr machen können. Die fallen schon krass auf, gerade weil es halt so viel Hall gibt. Da fühlt sich das an, als ob in so einem riesigen Raum geächtzt wird. Aber hier, das ist Geschmackssache, mir gefällt ihre Singstimme sehr. Also, die mag ich. Das trifft halt einfach meinen Geschmack. Und ich finde, sie setzt die Stimme halt auch schön ein, die Antonia. Sitze da, bis es dunkel ist. Tunnelblick, andere kämpfen, bis jede Krise überwunden ist. Ich kämpfe nur mit mir, bis ich wieder mal betrunken bin. Und die Stimmen in mir langsam am Verstummen sind. War das genug, war das... Sehr schön gesungene Harmonie. Ich finde, manchmal klingt es bei ihr noch relativ lose und etwas definitionslos, also etwas, etwas undefiniert, wie sie die Wörter ausspricht. Das könnte noch ein bisschen prägnanter sein, aber es klingt fast schon am rundesten von der Art, wie sie singt auf dem Track. Richtig, jeder ist zufrieden mit sich, aber ich nicht. Nutzlosigkeit macht einen blind und ich frage mich, macht mein Leben noch Sinn? Also Reime sind eigentlich kaum erwähnenswert, aber bei Gesangsparts, da reagiere ich sowieso anders als bei Rap. Ich finde auch manchmal, bei den ruhigen Passagen finde ich ihre Stimme zu nah komprimiert. Das hat schon fast diesen ASMR-Effekt und wer mich kennt, der weiß, ich mag ASMR überhaupt nicht. Wenn die Stimme zu nah an meinem Ohr ist, ey, da drehe ich durch. Das ist echt nicht so mein Ding. Aber trotzdem insgesamt sehr runde Performance. War es genug? War das richtig? Jeder ist zufrieden. Mich macht mein Leben noch Sinn. Ich wünschte oft, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ich wünschte, ich hätte viele Dinge nicht getan. Ah, schade. Female Fist. Sehr schöner Einstieg, aber beim Getan hat sie leider den Ton nicht ganz getroffen. Aber das hätte man doch korrigieren können. Dafür gibt es ja so Sachen wie Wari Audio und Cubase, oder falls ihr nicht Cubase nutzt, gibt es ja ganz normal Melodyne, was ja jeder benutzen kann, wo man einzelne Noten korrigieren kann. Das wäre vielleicht hier ganz gut gewesen. Ich wünschte, ich hätte viele Dinge nicht getan. Doch müsste ich immer wieder diesen Weg gehen. Sonst käme ich doch an meinem Ziel nicht an. Sehr schön. Denn das Schicksal bereitet meinen Weg, von dem ich leider oft schon abgekommen bin. Und ja, jetzt hat's ihn getroffen zum Beispiel. Das war derselbe Ton, aber dieses Mal hat's funktioniert. Ich finde, also Female Fizz, sehr geile Stimme. Und sie hat genau diese Definition, die ich bei der Interpretin vor ihr halt vermisst habe. Das ist genau das, was ich meine. Klingt wirklich schon sehr erfahren. Ich weiß, ich tat so vielen Leuten weh, doch so langsam sehe ich darin den Sinn. Und ganz am Anfang, ich habe ihren Namen leider vergessen, vielleicht fällt er mir später wieder ein, die auch hier die Hook singt, habe ich ja bemängelt, dass sie nicht so ganz durchzieht am Ende der Zeile. Das macht sie hier, die Female Fizz, oder keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, sorry, macht es wirklich richtig gut. Also sie zieht am Ende durch, sie macht sich Platz auf dem Beat, so fühlt sich das an, sie ist taktsicher, sie singt wirklich gut und hat halt auch einfach diese klare Aussprache, die ich sehr gern mag. Und was ich auch geil finde, ist, sie hat mehr Gefühl beim Singen. Sie, wenn sie zum Beispiel bei den Noten hochgeht, lässt sie sich so richtig in diesen Ton fallen. Das hört sich sehr routiniert an. Ich hab so viel gelernt mit der Zeit. Ich weiß, früher warf ich den ersten Stein. Ich bin bereit, mir zu vergeben, zu verzeihen. Du hast recht, ja. Ich war nie fehlerfrei. Jeder meiner Schritte auf der Fahrt entspricht einer Eigenart an sich. Individuell geprägte Spuren in 10 verzeichnet. Ohne Shift auf Seiten, ohne Führung. Voll versündigt mit Alk. Sie Drug Exzesse waren der Standard und gaben dem Wahnsinn den Halt. Verdammt. Ah, schade. Also Karim, keine Ahnung. Das wird jetzt wahrscheinlich auch so der Running Gag hier von der Folge, dass ich einfach von keinem den Namen richtig aussprechen kann. Geile Stimme. Mir gefällt, wie er betont und wie er rappt. Die Triolen, die er mit reinbringt,
die wirken manchmal zu hektisch und manchmal leider etwas wie gewollt und nicht ganz gekonnt, gerade jetzt bei der Stelle hier. Davor war es zu verschmerzen und jetzt stolpert es doch sehr. Und das klingt nicht ganz rund, weil die, glaube ich, nicht ganz exakt auf dem Raster sitzen. Führung, voll versündigt mit Alk. Sie Drug Exzesse waren der Standard und gab. Hier, also ich fand den Swing am Anfang geil, dass er so kurz vor der Snare einsetzt. Dadurch gibt es so ein bisschen Power, das fand ich geil. Aber dann die Triole, die kommt ein bisschen unrund. Ohne Shift auf Seiten, ohne Führung, voll versündigt mit Alk. Sie Drug Exzesse waren der Standard und gaben dem Wahnsinn den Halt. Standard und gaben. Das sollte eigentlich eine Triole sein, aber. Standard und haben, das, ne, es kommt so ein bisschen gestolpert leider rein. Schade, weil es hätte runder klingen können, aber ich finde, er hat auf jeden Fall viel Potenzial. Ohne Führung, voll versündigt mit Alk. Sie Drug Exzesse waren der Standard und gaben dem Wahnsinn den Halt. Verdammt, ich wollte nichts mehr fühlen, wollte einfach nichts mehr sehen. Um mich herum waren plötzlich Türen, die mich vereinnahmen, reinzugehen mit einem. Auch wieder schöner Kreuzreim an der Stelle. Ich sollte vielleicht auch mal weniger auf die Technik und mehr auf die Thematik gucken, wie gut die bearbeitet wird. Das ist immer so ein kleines Manko, wenn man so viel auf einmal analysiert. Nichts mehr fühlen, wollte einfach nichts mehr sehen. Um mich herum waren plötzlich Türen, die mich vereinnahmen, reinzugehen mit einem verführerischen Flüstern, ey. Ein eng vertrauter, ein zu ungewiss, wurde mir plötzlich durch Eingebungen lautbar. Jeder Lichtblick eine Chance, ein Moment der Klarheit, ein Entkoppeln aus der Trance. Hier im Einklang mit der Zeit und mit der Einsicht auf die Dinge erkannte ich des Fehlers Nutzen, um zu gewinnen. Nutzen, um zu gewinnen. Da hätte man vielleicht auch die Wörter noch ein wenig reduzieren können, damit es sich von der Silbenanzahl mit der Zeile davor ein bisschen abgleicht, damit es insgesamt runder klingt. Aber ich mag seine Präsenz auf dem Beat ansonsten sehr, sehr gerne. Die Stimme klingt sehr voll, die klingt sehr rund. Und ich mag auch seine Wortwahl. Die klingt nicht so, die klingt halt nicht so generisch. Also das mag ich auch sehr gern. Bitte schieß mir in den Kopf, bevor ich rückfertig werde. Ein Kopfchaot. Interesting. Kein Suizid, denn ich will glücklicher sterben. Ich erdrück diese Leere, glaub mir. Ich hab glücklicher sterben, ich erdrück diese Leere. Guter Reimer. Ich hab so ein bisschen im Gefühl, dass der hier wahrscheinlich reimtechnisch mit am meisten abreißen wird, wenn er schon so einsteigt. Das ist so eine gewisse Reimroutine, die ich sehr gut finde. Stimme klingt auch so, als ob er die schon gefunden hat. Also der Rap wahrscheinlich auch schon länger. Ich finde nur, er hat wahrscheinlich, weil, also es ist kein Lispeln, aber man hört seine Zunge sehr stark raus. Bitte schieß mir in den Kopf, bevor ich rückfertig werde. Kein Suizid, denn ich will glücklicher sterben. Ich erdrück diese Leere, glaub mir. Ich hab alles versucht, die volle Schnappte zu. Ich gab's dir zu, immer Kopf gefickt am Abend, wenn die Dunkelheit dann bricht. Riesenloch in meinem Magen und kein Funkel im Gesicht. Taube Nase ist am Bluten, kaum noch Fragen, kaum Versuche. Alles Phrasen, bin in Rage. Ich hab's da nicht, was ist du? Das war geil, das war sehr rund gerade eben. Wenn die Dunkelheit dann bricht, Riesenloch in meinem Magen und kein Funkel im Gesicht. Taube Nase ist am Bluten, kaum noch Fragen, kaum Versuche, alles Phrasen, bin in Rage. Ich hab's da nicht, was ist du? Also Reim, dann den Reim nochmal, dann zwei Binnenreime, da. Und dann nochmal den Reim, den er zweimal am Anfang gebracht hat, wieder backgeholt und das ganze Ding damit abgerundet. Sehr schön. Lauf ich immer wieder den gleichen Weg, mit dem Wissen, dass es vielleicht auch leichter geht. Bitte vergleich mich nicht, meine Fehler sind ja wirklich nicht dein Problem, ihr seid der Stein im Weg. Ja, wirklich eine sehr schöne Rap-Routine, unfassbar gute Aussprache und man merkt es einfach, er kommt einfach tight auf den Beat, das klingt nicht unrund bei ihm. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht, doch für jeden Fehler hab ich dann noch dreifach bezahlt. Teilweise bin ich heute noch von meinem Gewissen geplagt. Ein gutes hartes, ich werd nie wieder der Mensch, der ich war. Damals Sorgen weggesoffen, es ging Flasche nach Flasche, ohne mir Gedanken über Konsequenzen zu machen. Danach kam die Coca-Zeit, jeden Tag dann auf Nase. Konnte Mama nicht ansehen, ist bestimmt nur eine Phase. All die Tage, all die... Fuchs, ja. Ich mag den Vibe, den sie vermittelt. Das klingt alles relativ down, aber nicht irgendwie unmelodisch, sondern einfach nur, ich finde, sie vermittelt eine gewisse Schwere. Und die Stories, die sie erzählt, die haben hier auf jeden Fall Gewicht. Sie benutzt sehr viele Schlagwörter, wie zum Beispiel, dass da die Coca-Zeit gekommen ist und so, was halt direkt unglaubliche Bilder in den Kopf wirft, vor allem mit den häuslichen Problemen und so weiter, Stolz der Eltern und so. Also das ist sehr authentisch. Die Jahre, in denen ich tat, konnte Mama nicht ansehen, ist bestimmt nur eine Phase. All die Tage, all die Jahre, in denen ich tat, als sei es okay. All der Hass auf mich selbst hielt mich ab vom rechten Weg. Jeder Fehltritt bringt die Einsicht und die Einsicht vom Charakter. Also warum liegen bleiben, wenn du es bis hier schon geschafft hast? Der Ausstieg hätte vielleicht mehr im Einklang mit dem Rest sein können. Das klang tonal etwas off, aber ich finde, sie ist sehr nahbar mit der Thematik und sehr ehrlich. Das kommt auf jeden Fall rüber. Reimer sehr einseitig,
sehr simpel, aber an sich wirklich nicht schlecht. Waren, den ich tat, als sei es okay, all der Hass auf mich selbst zieht mich ab vom rechten Weg. Hier schon geschafft hat. Geh ich jetzt den geraden Weg oder mach ich wieder Fehler? Leider ist schon viel zu viel passiert auf diesem Weg. Da bring ich jetzt nen Rap-Part oder pack ich wieder Packs ab. Scheiße weiterhin auf das Gesetz, fuck. Das ist gut. Der rappt richtig gut. Das merkst du direkt. Also, wie er so dieses leicht melancholische noch mit reinbringt, aber trotzdem eine sehr, sehr volle Stimme hat. So wie ein, zum Beispiel ein Casey Rebel. Also klingt nicht so, aber er hat dieses ähnlich volle, aber trotzdem leicht kratzige, gemütliche auf dem Beat. Hat aber trotzdem Energie gleichzeitig. Ein schöner Kontrast, den er stimmlich hier reinbringt, innerhalb des Stimmeinsatzes. Find's cool, wie er hier auch von den Struggles erzählt. Auch wenn er so ein paar Wörter mit reinbringt, um den Reim voll zu machen, die da vielleicht nicht unbedingt so professionell klingen, delivert ihr es aber ziemlich routiniert. Im Weg, da bring ich jetzt nen Rap-Part oder pack ich wieder Packs ab. Scheiße weiterhin auf das Gesetz, fuck. Ich hab immer noch Rebellenblut in mir, was soll ich sagen, war es nie. Ich bin kein Held, kein Kavalier, scheiß auf die Welt, wenn ich verliere. Ist doch dann eh alles egal, also mache ich auch Fehler, wenn es leichter ist, normal. Ich bin auch nur so ein Typ, der versucht seinen Weg zu finden und hofft, dass die schlechten Zeiten aus seinem Leben dann verschwinden. Werft mir weiter vor, dass ich Fehler mache, doch es ist mir egal, fick meine Leber und mein Kopf, ja. Okay. Relativ dekadent vom Lebensstil, aber ich finde es interessant, wie reflektiert er damit umgeht. Ach ja, ich bin halt so ein alter Reimnerd. Ich würde mir immer wünschen, dass man da noch so ein bisschen mehr drauf eingeht. Aber insgesamt hat der Micro hier eigentlich gut abgeliefert. Also mache ich auch Fehler, wenn es leicht. Packs ab, scheiße weiter und hoff, dass die schlechten Zeiten aus seinem Leben dann verschwinden. Werft mir weiter. Ich frage mich nur, ob er diesen Part auch so live bringen könnte, weil er relativ wenig Atempausen setzt. Im Vergleich zu seinen Feature-Partnern fällt das schon sehr auf, dass er das stark durchrappt. Und ich glaube, da wurden viele Takes zu einem gemacht. Klingt cool, klingt rund, wie das da durchgeht, aber ich finde, man sollte halt auch immer so ein bisschen das in seinem Text berücksichtigen. Für den Fall, dass man live geht oder halt einfach, um zu zeigen, dass man auch da Routine hat. Wieder mal ein Jahr vorbei, was hat sich verändert? Die Probleme blieben, Liebsten gingen, Tage wurden länger. Kein Versagen, diese Welt gibt keine zweite Chance. Setz ich meine Reise fort, habe ich nur Zeit verloren. Ja, sie sagen mir, give a fuck, gut Ding will Weile haben. Doch ihr seid nicht ich, kommt nur her und zählt sie meine Narben. Habe längst kein Plan, wie lang mich noch meine Beine tragen. Doch komm ich dann mal zu Fall, habe ich auch eingeschlagen. Ey, auf Füße bleiben stets am Boden, wie bei Buggy dem Clown. Doch hab nur Blödsinn auf dem Schirm, Digga, ACTV, wann werde ich... Buggy, der Clown, ACTV, dafür gebe ich Props raus in den Reim. Ja gut, er wirkt so, als ob er noch nicht allzu routiniert und souverän auf den Beat kommt. Doch ihr seid nicht ich, kommt noch her und zählt sie. Man merkt auch so einen leichten Dialekt bei seiner Stimme. Jetzt könnte alles noch ein bisschen druckvoller sein, alles ein bisschen runder von der Stimme. Doch komm ich dann mal zu Fall, habe ich auch eingeschlagen. Ey, auf Füße bleiben stets am Boden. Komm ich zu Fall, habe ich dann noch eingeschlagen, das ist ganz cool. Wie bei Buggy dem Clown, doch hab nur Blödsinn auf dem Schirm, Digga, ACTV. Wann werde ich endlich mal erwachsen? Nur verworrene Gedanken am Nivalent. Frohes Neues, ich häng wieder an der Flasche. Da leider ein kleiner Flow-Fehler drin, da hat er eine Silbe zu viel reingequetscht eben. Ich glaube, ihr habt es auch gehört. Der Swennison. Also, ich finde, textlich hat er manchmal ein paar coole Ideen. Ich hab nur Blödsinn auf dem Schirm, wie bei ACTV fand ich ganz cool als Vergleich. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr. I keep falling on the ground, bad luck is 24/7 all around. I try to ignore my mama, don't get up, dress up and put a face for the crowd. Die Harmonie gibt mir fast schon so ein kleines Country-Feeling. Geil, die singt richtig gut. Ich hätte keinen englischen Part erwartet von, wie heißt die? Chloe Edgecomb. Sehr geil. Was aber relativ schnell auffällt, ist, dass sie ein Mikrofon übersteuert. Das ist natürlich ziemlich krass. Also das klingt auf jeden Fall zu heiß vom Signal. Da hätte man den Input-Gain auf jeden Fall ein bisschen runterregeln sollen. Was schade ist, weil die Vocal-Performance wirklich gut ist. Don't really care anymore. Take what I have, living like mine. Stay on this earth. Come on. Und da waren die Takes nicht ganz synchron und die Aussprache auch nicht so klar. Aber wie die generell singen kann und wie die sich artikuliert, ist richtig gut. Take what I have, living like mine, stay on this earth. Come on, let's raise a toast, living like it's mine, stay on this earth.
Das ist so schade. Manchmal ist es leider nicht ganz synchron von den Harmoniestimmen. Das muss tight sein. Das ist ganz wichtig, dass solche Doppelungen immer exakt aufeinander sind. Notfalls kann man ja auch schneiden. Schade, weil hier wurde Potenzial verschenkt, weil die singt wirklich Hammer. Richtig krass. Oh, das ist so geil, auch wie die den harmonischen Kontext verändert mit den lang gehaltenen Tönen im Hintergrund. Die singt ja quasi eine Abfolge ab und es harmonisiert mit dem Beat und erzeugt dadurch eine neue harmonische Stimmung, die wiederum das Gesungene von ihr leicht vom Feeling verändert. Richtig stark. Die hat unfassbares Potenzial, was leider ein bisschen durch die zu heiße Aufnahme und durch die asynchronen Doubles ein bisschen kaputt gemacht wurde, aber die hat mich bisher sehr von sich überzeugt. Oder sagt, ja, geh ohne Reue durch dein Leben. Doch wohin hat's mich gebracht, würde ich heute so hier stehen. Dumm und uneinsichtig seinen Lebensweg beschreiten. Doch bringt dich das im Notfall deinem Schöpfer nahe bei Zeiten. Wer wäre... Also, coole Stimme, der Jay. Der könnte bestimmt auch gut Strohbass singen, so tief wie die Stimme von dem ist. Was immer das Problem ist, wenn man seine Stimme so tief ansetzt. Das ist cool, der hat auch den Nahbesprechungseffekt von seinem Großmembraner gut ausgenutzt. Aber das Problem ist, dass die Stimme dadurch auch schnell sehr gleichgültig klingt. So ein bisschen desinteressiert, aber auf die ruhige und uncoole Art und Weise. Da ist so ein bisschen was mit drinne. Aber nichtsdestotrotz... hat die Stimme von ihm auch hier viel Fundament. Ich hätte ich nie gelernt aus meinen Taten. Ich sage es dir, ich wäre seit Jahren schon begraben. Wie oft musste ich fühlen, weil ich nicht gehört habe. Heute reifer, doch der Geist und Körper voll Narben. Lyrics sage ich gleich, das ist mir sehr, also ich finde es sehr plump und wie gesagt, Reim halt absoluter Standard, ne? Und auch generell vom Text her nichts Besonderes, das ist alles wirklich sehr flach. Doch ich würde keine je zurückgeben und trage sie hoch. Erschütterungen haben Diamanten zutage geholt. Warte mit stoischem Blick auf was das Leben so bringt. Mit dem Wissen, dass kein Ziel jemals so hoch für mich ist. Das fand ich geil. Tage geholt. Warte mit stoischem Blick. Das fand ich cool, wie er das übergeleitet hat. Und gerade als jemand, der sich gerade auch sehr für Stoizismus interessiert, coole Line, auf jeden Fall. Fand ich nicht schlecht, das Ende. Frischen Blick auf was das Leben so bringt. Mit dem Wissen, dass kein Ziel jemals so hoch für mich ist. Zeiten in heiterer Zweisamkeit als Schreiner sein. Verkleidet reich mich ein, aber zeige nicht viel. Erst war mal der Märchenonkel, der reimt auch sehr viel rum, das merkst du direkt. Zeiten in Blick auf was das Leben so bringt. Mit dem Wissen, dass kein Ziel jemals so hoch für mich ist. Zeiten in heiterer Zweisamkeit als Schreiner sein. Verkleidet reich mich ein, aber zeige nicht viel. Erst war mal alleine sein, verzweifle ich, schrei, weinete mich rein. Beim kleinsten Zeichen Eifer werden meine Zweifel aktiv. Da zieht er eine richtige Reimkette durch und endet die Zeile mit einem anderen Reim, um dann wieder auf die Reimkette reinzugehen und dann mit einem anderen Reim zu enden, sodass man eigentlich schon sagen könnte, dass er hier Zeile auf Zeile reimt, was ziemlich fucking strong ist, aber man versteht nicht viel davon. Einerseits, weil er auch relativ nasal rappt, so der Gegend hier, weil es bei so verschachtelten Lyrics immer sehr schwer ist, wenn man nicht extrem prägnant rappt, alles als Zuhörer direkt zu verstehen. Und dafür wären jetzt hier auch Lyrics in der Beschreibung gut gewesen, denn das hätte ich gerne gewürdigt, das hätte ich mir gern genauer angeguckt, weil mich sowas interessiert. Schade, aber trotzdem cooler Aufwand, den du da reingesteckt hast, hab ich gefeiert. Sind fest mit mir verwachsen, suchen gierig den Halt. Voller Angst zu scheitern, laufe ich weiter tief in den Wald. Ich suche überall, aber... Love Forest. Halt, voller Angst zu scheitern, laufe ich weiter tief in den Wald. Ich suche überall, aber finde keine Lichtung. Denn was juckt doch die Schlinge meine Richtung? Fuck, starrend und verharrend liege ich abgekapselt. Darf es aufraffen, gibt's ganz sicher einen passenderen Tag. Kein Erinnern an Erfolge oder Fakten dieser Art. Ihr seht leider nicht den bösen schwarzen Schatten, der mich jagt. Ich hab es langsam satt, die ganze... Ganz gut, der macht das auch schon nicht seit gestern, das hörst du. Für mich ist die Stimme zu eigen. Ich brauche das einfach, dass eine Stimme einfach richtig klar vorne, deutlich, prägnant, ne, gut eingesetzt klingt. Er klingt auch so, als ob er, ich weiß nicht, wie oft er das eingerappt hat, aber hätte ich mir auch ein bisschen mehr Gefühl gewünscht. Und so ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen was Raueres, Verbrauchteres in der Stimme, weil man
viele, viele Tags gemacht hat. Darauf stehe ich sehr. Aber auch der hat ein gutes Fundament. Diese Art, ihr seht leider nicht den bösen schwarzen Schatten, der mich jagt. Ich hab es langsam satt, die ganze Scheiße, die mich quält. So viele Tage wurden gezählt, denn ich hab viel zu viel gesehen. Vergangenheit ein schweres Pflaster, ich hätte so viel ändern können. Doch leider lernt man erst danach die wahren Freunde wirklich. Jede Tat hat mich geformt, jede Narbe hat einen Grund. Ich weiß, Stärke kommt von Reife, doch wo war meine Vernunft? So oft lieg ich wach und bekomm kein Auge zu. Die Zeit von früher holt mich ein und lässt mich einfach nicht in Ruhe. Ich bin so oft gefangen in alten Mustern meines Lebens. Heute schrei ich lauter, doch der Ausweg scheint vergebens. Das Leben war nie gut zu mir, mein Glück schien mir nie angeboren. Trotz meiner ganzen Fehler hab ich nie den Kampf verloren. Ja, war okay. Ich glaube, die Mo X macht das, glaube ich, auch noch nicht so lange. Auch bei ihr hört man den Dialekt stark raus. Und es ist halt bei ihr alles sehr Standard. Sie leistet sich wirklich keine großen Fehler, aber da ist auch nichts, was mich wirklich catcht. Auch da könnte ich nur sagen, sie sollte auf jeden Fall weitermachen. Sie bemüht sich zum Beispiel auch sehr, das emotional zu rappen. Aber auch da, finde ich, geht auf jeden Fall noch mehr. Sie sagen, Fehler sind okay, aber machst du einen, bist du für sie nicht mehr brauchbar. Und hier wird's jetzt sehr schwierig. Ist das jetzt Bug 0062, das ist eine Postleitzahl, oder ist es Baku? Ich glaube schon, dass es zwei Nullen sein sollen. Sie sagen, Fehler sind okay, aber machst du einen, bist du für sie nicht mehr brauchbar. Unverzeihlich, wenn du nicht immer auf Höhe bist. Unvermeidlich, weil Perfektion nicht menschlich ist. Er hat einen sehr schönen Stimmeinsatz. Das erinnert mich auch direkt an einen anderen Künstler, rein vom Können her. Stark, sehr stark. Nicht menschlich ist. Wie er das betont, das fand ich richtig gut. Und auch hier sind die harmonischen Doubles, die eine sehr starke Verzerrung des Torschen drauf haben. Finde ich sehr gut, sehr passend zum Song. An Sido hat es mich ein bisschen erinnert. Nicht vom Stimmklang, sondern wie er es betont, ein klein wenig. Und das finde ich sehr geil. Wenn du nicht immer auf Höhe bist, unvermeidlich, weil Perfektion nicht menschlich ist. Menschlich ist, wie er das sagt, das klingt sehr nach Sido. Ehrlich, wenn du nicht immer auf Höhe bist, unvermeidlich, weil Perfektion nicht menschlich ist. Ich lass sie reden, denn es bockt mich nicht mehr. Ich bin ich mit meinen Fehlern, hast du was, dann komm her. Dein neuer Flex, dein neuer Job, sag, was bringt es dir hier? Wenn du keine Freunde hast, du mir kommst und dich damit profilierst. Ich seh nicht mehr als all den üblichen Mist. Leute, die reden, als wären sie von einer Gottheit geküsst. Jeder hier hat Fehler und glaub mir, das ist auch gut so. Egal wie zäh es wird, ob wie Kaugummi von der Schuhsohle oder barfuß über Kohlen, es ist scheißegal. Denn am Ende lebst du selbst mit deiner Wahl. Der ist sehr routiniert gewesen. Das fand ich geil. Auch hier natürlich, ne, man wäre mir bei den Reimen etwas mehr gewünscht. Ich fand die Aussagen cool. Ich fand das Thema, wie er es behandelt hat, auch hier ein bisschen plump, weil das in eine moralische Richtung geht, die mir relativ gleich ist. Also er ärgert sich halt hier ziemlich viel über selbstverliebte Leute oder Leute, die sich was auf das und das einbilden und so. Die Phase habe ich auch durchgemacht, aber mittlerweile sind mir so Leute halt einfach egal. Also die würde ich gar nicht mehr erwähnen. Deswegen juckt mich das relativ wenig, aber ich finde es trotzdem interessant, wie er das für sich bearbeitet und sich damit befasst. Aber ich kann nur sagen, der rappt halt auch wirklich gut. Fuß über Kohlen ist es scheißegal, denn am Ende lebst du selbst mit deiner Wahl. Jeder Mensch macht Fehler, nimm sie dir und wachs daran. Es gibt nicht einen, der perfekt ist und alles kann. Manchmal gehst du links, manchmal gehst du rechts. Ob es richtig war, stellst du erst später im Leben fest. Der klingt auch sehr rund. Da kann man nichts sagen. Also Rap wahrscheinlich, oder Rap. Der fühlt sich auf jeden Fall wohl auf dem Beat und hat auf jeden Fall einen runden Text. Das Ding hat auf jeden Fall eine Richtung, in die das geht. Damit kann ich was anfangen. Deshalb mach dir keine Sorgen über Fehler. Im besten Fall wirst du zu deinem eigenen Lehrer, der sich Sachen selber beibringt. Du bist erwachsen und kein Kleinkind. Sich selbst zu hassen, ich sehe keinen Sinn. Und geil, der hat Präsenz auf dem Beat, der betont die Sachen richtig, der hat Stimme, spricht die Sachen prägnant aus. Sehr gut. Fällst du auf den Boden, bleib nicht liegen, steh jetzt auf. Nicht nur Löcher in meinem Kopf, nein, auch im Lebenslauf. Es war klar, dass dieser reinkommt. Doch ich bin heute schlauer, trotz der 100 Traumas. Werd dich niemals aufgeben, weil ich einen Traum habe. Heute schlauer, trotz der 100 Traumas. Da fand ich's geil, wie er das betont hat. Nicht, dass er das so durchrettet. Heute schlauer, dank der 100 Traumas. Wobei das vielleicht auch cool wäre. Aber ich fand es geil, wie er das, heute schlauer, dank der 100, kurze Minipause, Traumas. Sehr gut. Sein, dass ich gerade in die
100 Traumas werd ich niemals aufgeben, weil ich nen Traum hab. Ja, es kann sein, dass ich gerade in die falsche Richtung lauf. Doch ich beweg mich, solange ich noch meinem Blickpunkt glaub. Nur Mucke machen, Texte stapeln am Tisch, damit meine Kinder erstmal besser haben als ich. Finde ich auch den Swing geil, wie er kurz vor der Snare reinkommt. Und er betont es auch hier richtig gut. Er hat wirklich, er pumpt die Silben richtig geil in den Beat. Das gefällt mir, damit kann ich was anfangen. Matt 025. Alter Leute, ihr immer mit euren Zahlen und Postleitzahlen, ich kann mir das doch nicht merken. Den Namen habe ich wahrscheinlich, nachdem er fertig ist, wieder vergessen. Was schade ist, weil der Rap echt gut ist. Endeffekt, Texte stapeln am Tisch, damit meine Kinder erstmal besser haben als ich. Im Endeffekt gibt's so viele Sachen, die mich quälen und kein Pädagoge kann doch meine Lage hier verstehen. Kein Pädagoge, das ist auch geil. Boah, sowas lieb ich, wenn Rapper sowas bringen. Das finde ich einfach geil. Gibt so viele Sachen, die mich quälen und kein Pädagoge kann doch meine Lage hier verstehen. Also einen richtig schönen Wumms mit rein, kein Pädagoge. Ach, keine Ahnung, ich bin einfach richtiger Fan, wenn Leute halt einen Beat pumpen können, das ist mega geil. Mein ganzes Leben höre ich, da läuft leider was verkehrt. Jetzt kick ich mit 15 die Parts und reife nach den Sternen, ja. Was? Wie? Leben höre ich, da läuft leider was verkehrt. Jetzt kick ich mit 15 die Parts und reife nach den Sternen. Der Dude ist 15. Dicker. Ernsthaft? Bist du 15? Junge, ich konnte mit 15 froh sein, dass ich gerade ausreden konnte. Da habe ich meine ersten Texte geschrieben. Wenn du mit 15 schon so rappst, dann mach weiter. Also, dann könnte das was werden. Fuck, man. Du hast eine gute Stimme, richtig geile Attitude auf dem Beat und technisch gesehen ist da auch noch etwas Luft nach oben, aber das hat das Potenzial von gut zu überragend zu werden. Finde ich stark. Mach weiter, Alter. Mach weiter. Ihr habt recht, momentan ist es für mich nicht grad leicht. Aber trotzdem bleibe ich stark, Mann, und knicke niemals ein. Ah, alles wird gut, ich bewahre meinen langen Atem und will nach den ganzen Jahren nochmal Danke sagen. Sehr schönes Ende. Alright, Fazit, das Thema Fehler. Jeder hat hier sein Herz ausgeschüttet auf dem Beat und das hat man gemerkt. Es ist ein sehr intimer Song, was ich am Anfang nicht erwartet hätte, was aber ziemlich cool ist. Es ist halt geil, weil es bei so einem tiefgründigen Thema schön ist, die Ansichten vieler Leute zu hören, die dann doch sehr divers und unterschiedlich sind, was gut ist, weil es natürlich schon auf Gefahr gelaufen ist, dass sich hier jeder wiederholt. Und auch wenn du klar Worte bei einem gehört hast, die sich beim anderen wiederholt haben, hast du durch die Diversität der Künstler trotzdem eine gewisse Einzigartigkeit überall. Fand ich gut. Ich habe auch hier Leute gesehen, die hätte ich nicht erwartet, wie Flo. Und auch ein paar neue Talente, wie zum Beispiel der Dude, dessen Namen ich vergessen habe, Matt 052, die mich sehr überzeugt haben, obwohl ich die nicht kenne. Aber da waren auch noch ein paar andere dabei, die fand ich sehr stark. Wie zum Beispiel die Sängerin, die auf Englisch gesungen hat. Die hat auf jeden Fall auch krasses Potenzial. Aber Props an jeden Einzelnen, der da mitgemacht hat. Ich, hoffe, man konnte was mit meinem Gebrabbel anfangen. Das Video wird wahrscheinlich jetzt sehr lang gehen. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Du willst ja auch ein bisschen labern hier. Also dann, macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, noch eine schöne Zeit. Ciao. Ich lasse alles hinter mir, hab alles auf eine Karte gesetzt und muss sagen, ich hätte es bereut, hätte ich es nicht riskiert. Folge nur der Stimme, dachte nicht, was bringt am Ende raus. Und was habe ich dann gekriegt? Unendliches Selbstvertrauen. Ich bin allein, mir geht es gut.